Freunde, was ist das hier drin? Das ist Gemüse. Ein Romanesco. Es gibt den gebackenen Romanesco mit einer Ei-Vinaigrette. Sensationell, ein vegetarisches Gericht. Wirklich extrem einfach und ja, Blitzrezepte halt. Ja. Und dazu gibt es eine Ei-Senf-Vinaigrette. Also ein gebackener Romanesco mit einer Ei-Senf-Vinaigrette. So, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ja, der Kameramann auch, dass dieser Romanesco ungefähr 10 Minuten geköchelt hat. Im Prinzip hat er das auch, ja, weil ich den vorher rein habe. Also der ganze Romanesco, ja, unten ein bisschen zurechtgeputzt, 10 Minuten in Salzwasser köcheln. Dann kommt der hier in eine Auflaufform und dann kommt auf den Romanesco, schaut mal her, ein bisschen Butter. Ja, und die Butter wird aufgeschäumt, ja, da kommt ein bisschen Salz dazu, vielleicht noch ein bisschen Kümmel, wenn man das möchte. Und die Butter, die kommt jetzt mit dem Meersalz auf den Romanesco, und zwar reichlich. Ja, und der ist ja schon weich, ja, müsst ihr denken. Der ist schon vorgekocht. So, und der kommt jetzt in den Backofen bei 200 Grad 15 Minuten. Alright? So, schwuppdiwupp, wie das beim Fernsehen so ist, ist es ist so heiß wie ein Vulkan. Der ist schon geil. Boah, riecht gut. So. So schaut er aus und jetzt geht es gleich weiter. Den lassen wir mal stehen, passiert überhaupt nichts. In die Pfanne kommt jetzt ein Stückchen Butter und zu der Butter ein paar Brösel. Ja, kennen wir ja von Blumenkohl polnisch, aber ich mache das ein bisschen anders. Ich gebe zu der Butter meine geliebten Meersalzflocken und, auch sensationell zum Schnitzelpanieren, Panko-Brösel, so ein asiatisches Paniermehl. So 1,5 Esslöffel. So, und die lasse ich hier in dieser Butter, in der schäumenden Butter, so ein bisschen rösten, dass sie Farbe kriegen. Dauert ein bisschen. Zurück zur Vinaigrette. Eine Ei-Senf-Vinaigrette. So, einfach. Ein weißen Essig, so 3-4 Esslöffel. Zu dem weißen Essig kommt ein Schluck Honig dazu. Zu dem Honig ein bisschen Salz. Dann hier von meiner Zauberreibe ein bisschen frisch abgeriebene Zitronenschale. Senf. Oh, was habe ich da? Christian Henze, in love, Whisky-Senf. Der ist gut. Hey, Bernd, der ist nicht nur gut, der ist der Wahnsinn. So, und jetzt, schau mal her, Essig und Ingredients schön aufrühren. Gutes Olivenöl dazu. Ungefähr die doppelte Menge Olivenöl wie Essig. So. Und dann klappt das. Schön rühren. Und last but not least, zum Schluss, kommt das? Anrichten. Nee. Ich bin schon beim Anrichten. Oh, das Ei kommt dazu. Ach, da habe ich ja noch Ei. So. Alright. So, fertig ist die Vinaigrette, ja. Schön mit Senf und Essig. Lecker, lecker. Jetzt kommt das Anrichten. Achtung. Der gebackene Romanesco, ja, der ist schön weich. Ja, das ist noch das Salz. Und jetzt diese knusprigen Brösel, die kommen hier rüber. Mit reichlich Butter, nebendran ein Schälchen mit dieser Vinaigrette. Und die Vinaigrette, meine Lieben, die ist auch sensationell für Spargel zum Beispiel. Ja. So, that's it. Wir brauchen nicht immer Fleisch, ja? Super Gericht und so zeigt ihr euren Mitmenschen, was eine kulinarische Harke ist, ohne Fleisch. Gemüse pur. Übrigens, ist aus meinem neuen Kochbuch. Ja, gute Überleitung. Seite, scheiße, weiß ich nicht. 154. Oh, 154. Okay, also viel Spaß beim Nachkochen. Ciao.